hallo ihr Lieben. Endlich wieder bewegen. Eigentlich wollte ich auf meinen Lehrgängen jetzt schon einiges machen an Sport, aber ich habe in einem ganz, ganz hellhörigen Hotel gelebt und habe, sobald ich die Kamera anmachte und dadurch natürlich auch etwas lauter und deutlicher sprach, als wenn jetzt jemand direkt gegenübersteht, meine ganze Nachbarschaft gegen mich aufgewiegelt. Deswegen legen wir sofort los. Kurzes, knackiges Workout. Ich muss mich ranhalten. Ich habe mich jetzt fast 4 Tage nicht bewegt. Also jedenfalls nicht so richtig körperlich ernsthaft. So mal ein bisschen vom Hotel bis zum Seminarort gehen und dann sitzen, sitzen, sitzen. Einige kennen es bestimmt so aus ihrem Berufsleben im Büro. So, größer werden. Wir konzentrieren uns heute auf Beine und Chicken Wings. Aber das Ganze in Ganzkörperübungen konzentriert, angewendet, wird es schön euren Körper aktivieren. Tja, wie geht's euch so? Weihnachtszeit, Weihnachtsmärkte. Immer genießen, also wenn ihr einfach Bock mal auf einen Glühwein habt, dann macht es auch, bitte. Nie dauerhaft immer alles sich verwehren. Aber das Ganze wirklich bewusst genießen. Und nicht in Massen irgendwie konsumieren. Auch was die Süßigkeit betrifft oder auch so ein bisschen die fettigen Angelegenheiten. So, sind die Knie schön weit oben? Sehr gut. Achtung, wir nehmen die Ellbogen ran. Ran. Vier noch. Drei. Zwei noch. Und locker lassen. Die Beine etwas öffnen. Und jetzt tun wir mal ganz vorsichtig und so ein bisschen zur rechten Seite dehnen. Aber auch gleich zur linken. Bisschen dynamischer. Jawohl. Sehr gut. Nochmal viermal. Drei. Zwei, eure Po schön weit hinten und locker lassen. Sehr schön. Wir schauen uns heute in der Erwärmung bitte noch die Arme und Hände an. Wir haben heute wieder viel zu machen, deswegen wir nehmen mal die Arme vor. Geht leicht am Ort, okay? Runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Ein bisschen die Handgelenke erwärmen. Und jetzt mal so kreisen. Genau. Sehr schön. Vier noch. Drei. Zwei. Und wir starten. So, womit beginnen wir? Und zwar mit den Beinen. Wir konzentrieren uns erstmal auf das rechte Bein. Alles klar, nur rechts. Und zwar passiert jetzt Folgendes. Wir machen einen Ausfallschritt zur Seite. So schon ein Stück über Hüftbreit. Gehen tief. Tief und dann gehen wir mit dem rechten Bein hinter, Fußspitze schauen zu mir und wir gehen wieder tief, tief und dann direkt ohne Absetzen wieder zur Seite. Alles klar? Wichtig ist, das kennt ihr schon, ich nerv euch bestimmt damit, die Knie schauen nicht über die Fußspitze. Alles klar? Bauch fest, Schultern hinter, wir starten jetzt. Wir gehen tief, tief, rechts hinter, tief, tief. Knie nicht über die Fußspitze schauen lassen. Auch wenn wir nach hinten gehen, das vordere Knie ist hinter der Fußspitze. Tief, 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 tief. Auch das Bein, das hinten ist, Knie ist gebeugt. Tief, tief, genau, nur rechts, immer zweimal. Bauch fest, Schultern hinter. Okay? Sehr, sehr gut. Tief, tief, hinter, hinter. Sehr gut. Schön im Flow bleiben. Nicht absetzen zwischendrin. Ihr schafft das. Spürt ihr eure Oberschenkel. Tief, tief. Sehr gut. Kommt weiter, weiter, weiter. Und wir bleiben hinten.
Stabilisiert euch, Fußspitzen schauen zu mir. Bleibt tief, tief. Schön tief bleiben. Sehr, sehr gut. Atmen nicht vergessen. Kommt. Bleibt tief hinten. Nicht mogeln. Wenn ihr so hochkommt und das Bein hinten durchdrückt, das ist Schmu. Tief, tief. Bleibt gerade. Fest im Bauch, in den Schultern und schon ist der Oberkörper aktiv dabei. Tief bleiben. 8, 7, 6, noch 5, 4, bleibt tief, 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 tief. 3 noch, 2, ihr schafft es, kommt. Jawohl. Und locker lassen. Sehr gut. Beine ausschütteln kurz. Alles klar? Sehr schön. Durchatmen. Gleiches Spiel, jetzt nur mit der linken Seite. Lass uns noch mal kurz gucken. Ein bisschen über Hüftbreit geht ihr zur Seite. Dann gehen wir tief, tief. Und dann gehen wir links nach hinten. Okay? Also tief, tief. Wenn ihr hinten seid mit den Beinen, schauen die Fußspitzen zu mir. Und egal wo ihr tief geht, eure Knie schauen nicht über die Fußspitzen. Und los, wir gehen tief. Tief nach hinten links. Tief, tief. Tief, hinter. Sehr gut. Wieder nur 2 Übungen. Aber ihr spürt hoffentlich, neben der aktiven Arbeit in den Beinen, ist auch der Po ganz schön mit dabei. Hinter, hinter. Seit, seit. Verzeiht mir, wenn ich manchmal bei meinem Gequatsche den Rhythmus vergesse. Tief, tief, seit, seit, genau. Bleibt unten, achtet auf eure Knie. Wenn ich euch zu schnell bin, dann macht ihr langsamer. Dann geht ihr einfach tief, tief und dann seit, seit, okay? Lasst euch nicht abhalten, nur vielleicht, weil das Tempo nicht genau eures ist. Aber bleibt in Bewegung. Ja, super. Und jetzt bleiben wir links hinten. Links ist hinten. Okay. Knie schaut nicht über Fußspitze. Und wir bleiben unten. Kommt nicht hoch. Beißt euch mit mir durch. Kommt. Auch ich spüre meine Beine. Los. Federn, Federn. Super. Bleibt tief. Ihr schafft das. Unten bleiben. Unten, Leute. Leute, kommt. So rutscht. 8. Bleibt 7. Los, kommt, bleibt unten. 6. 5. 4. 3. 2. Gleich geschafft. Kommt. Und locker lassen. Ganz toll. Beine lockern. Wir gehen nach unten. So, ich hatte gesagt, heute ist dran. Ding, ding, ding. Chicken Wings. Folgendes, meine Lieben. Füße hüftbreit. Habt ihr das? Angestellt. Hände, Fingerspitzen zeigen zu den Füßen. Jetzt kommt die Sache anstrengend auf Handgelenk, aber ihr schafft das, okay? Bauch ist fest, Füße hüftbreit. Wenn ihr es noch intensiver haben wollt für die gesamte Rückseite, nehmt ihr die Fersen in den Boden. Aber checkt erstmal ab, wie ihr klarkommt. Hoch mit euch, Popöchen schön hochdrücken und jetzt aus dem Ellbogen gehen wir tief, hoch, tief, hoch. Beugt den Ellbogen, Leute, nicht nur das Popöchen runternehmen. Ellbogen muss gebeugt werden. Tief, hoch, kommt. Hoch. Wenn ihr die Fersen mehr einnehmt, wird die Rückseite, Oberschenkelrückseite, Po und unterer Rücken noch mehr aktiviert. Ihr seid im Endspurt von der Übung. 5 noch. Kommt. Haltet durch. 4. Ihr schafft das. 3. 2. 2. Kommt. 2. Das ist machbar. 2 noch. Die letzten 2. Los. Für die schönen straffen Arme schaffen wir noch 2
Und jetzt den letzten. Und absetzen. Super. Locker lassen. Arme ausschütteln. Und Schultern kreisen ein bisschen nach hinten. Okay? So. Wir kommen nach oben. Und stoppen von vorn. Hier ist warm. So. Alles klar bei euch? Wir halten das zusammen durch. Alles noch einmal. Und los. Wir gehen tief. Tief. Po hinten, Leute. Und jetzt rechts hinter. Tief. Tief. Sei tief. Tief rechts hinter. Tief. Tief. Dann wackelt. Tief. Tief. Rück. Rück. Sehr gut. Tief. Rück. Rück. Tief. Seit. Po nach hinten. Gerade bei dem Seit. Gewicht schön auf die Fersen, okay? Sehr gut. Ihr könnt hier bei dem Teil immer das Gefühl haben, als ob die Fußspitzen wie ein Stück hochkommen. Tief, tief, hinter, hinter. Atmen nicht vergessen. Haltet Körperspannung. So, wir bleiben mit rechts hinten. So, Fußspitzen geradeaus. Ihr seid tief. Kommt nicht hoch, Leute. Das ist Schnu. Wir halten das zusammen durch. Bleibt tief. Federt. Atmen nicht vergessen. Sehr gut, kommt. Das ist machbar. Bleibt weit unten, bleibt weit unten. Kommt. Gleichmäßig atmen, noch 8, 7, 6, 5, 4, ihr schafft das, los, 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 3 noch, 2 noch und absetzen. Sehr gut. Beine lockern. Yahi. Gleiches Spiel mit der linken Seite. Seid ihr soweit? Wir legen los, würde ich sagen. Okay? Denkt dran, Gewicht auf die Fersen. Und tief. Tief. Links hinter. Tief. Tief. Sei tief. Tief und hinter. Tief. Tief. Sehr, sehr gut. Kommt, bleibt immer schön in Bewegung, kommt nicht ganz hoch. Bein immer ein bisschen gebeugt lassen, das Standbein, umso mehr Spannung ist im Schenkel. Oberschenkel. Beißt euch durch, kommt. Alles machbar. Letztes Mal zur Seite und jetzt bleiben wir hinten. Bleibt unten, bitte. Auch wenn ihr ausbalancieren müsst. Und jetzt federt. Federt. Atmet gleichmäßig. Bleibt tief. Kommt. Federn. Atmen, atmen. Kommt. Gleich geschafft. Wir sind jetzt echt schon in der letzten, im letzten Teil dieser Übung für heute. Bleibt tief. 8, 7, 6, ihr schafft das, 5, durchbeißen, durchbeißen, 4, unten bleiben, 3, 2 und locker lassen. Sehr gut gemacht. Beine wieder lockern und dann gehen wir nach unten. So. Wir nehmen uns nochmal die Rückseite vor, okay? Füße hüftbreit aufgestellt, Hände oder Fingerspitzen zu den
Füßen gerichtet. Blick geradeaus. Durchatmen. Hoch mit dem Po. Vielleicht nochmal korrigieren die Füße. Raus fest. Aus dem Ellbogen. Das ist wichtig, Leute. Tief hoch. Tief hoch. Tief hoch. Aus dem Ellbogen. Ihr schafft das. Kommt. Tief hoch. Tief hoch. Beißt euch durch. Tief hoch. Tief hoch. Kommt, 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 kommt. Wir schaffen das zusammen. Hoch. Tief hoch. Tief hoch. Beißt euch durch. Wir sind im Endspurt. 10. 9. 8. 7. 6. Wir schaffen das. 5. 4. 3, 2, ich bescheiße es auch nicht. Und absetzen. Lockert die Arme. Bisschen kreisen. Sehr schön. Wunderbar. Komm. Großartig gemacht. Wir kommen nach oben. Ganz locker. Alles klar bei euch? Wir nehmen den rechten Arm zur Seite. Linke Hand zum linken Fußgelenk. Zieht die Ferse richtig schön Richtung Po und eure Oberschenkel bleiben geschlossen. Also nicht so dastehen. Wenn euch das schwer fällt, sucht euch vielleicht auch am Anfang, wenn die Balance nicht hinhaut, einfach eine Ecke, wo ihr euch festhalten könnt. Wir wechseln die Seite, linker Arm zur Seite, rechte Hand zum rechten Fußgelenk. Sehr gut. Locker lassen. Die Arme. Rechter Arm. Die Hand zwischen die Schulterblätter und dann bitte behutsam den Ellbogen nach hinten unten ziehen. Behutsam, nicht ruckartig. Achtung, wir wechseln die Arme. So, gut, geschafft. Ein kleiner Boost für den Körper. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Training wieder, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt fürs Video oder wenn ihr auch den Kanal abonniert. Also bis ganz bald und lasst es euch schmecken, die Weihnachtszeit. Genießt sie, übertreibt es nicht, aber bleibt auch in Bewegung. Das wird euch gut durch die Zeit bringen. Bis bald.